Hey Guit, wie geht's? Wir reden über Janet. Aber warum? Geht es ihr gut? Hat sie dir etwas gesagt? Nein, sie hat nichts gesagt. Aber ich denke, sie war verärgert. Ich weiß nicht warum. Du hast recht, Anna. Ich habe auch ihre Stimmung bemerkt, als alle zur Teezeit über Jons Geburtstagsfeier gestern Abend diskutierten. Oh. Jetzt habe ich es verstanden. Warum war sie danach verärgert? Warum? Warum? Sag es uns auch. Wir alle wissen, dass Janet gerade in unsere Stadt gezogen ist, um einen Job zu haben. Und deshalb muss sie ihre Familie im Dorf zurücklassen. Aber was hat das alles mit Janets Stimmung zu tun? Weil James. Morgen ist Annas Geburtstag, und ich erinnere mich, als sie mir einmal erzählte, wie ihr letzter Geburtstag die Größe in ihrem Dorf mit ihrem Vater und anderen Familienmitgliedern war. Oh, deshalb ist sie verärgert, weil sie dieses Jahr an ihrem Geburtstag alleine ist. Sie ist nicht allein, auch dieses Jahr wird sie einfach zu ihrem Geburtstag feiern. Aber sie kennt niemanden außer uns. Du hast recht, Anna, sie kennt uns nur, und wir sind genug, um ihren Tag zu einem besonderen Tag zu machen, oder? Wow, großartige Idee. Was werden wir tun? Wir alle können etwas Erstaunliches für Sie planen. Hör auf. Halt! Was ist passiert? Ich habe vergessen, den Kuchen von der Bäckerei abzuholen. Oh nein! Anna, wie kannst du das vergessen? Es ist okay, Matthew, die Bäckerei steht uns im Weg. Wir können sie jetzt abholen. Wir erreichen die Bäckerei und pflücken den Kuchen. Wow, dieser maßgeschneiderte Kuchen sieht so gut aus, dass die zusätzliche Schokolade darauf wie die Kirsche obendrauf ist, genau passend für Jenets Geschmack. Genau. Aber was ist mit einem frischen Blumenstrauß zu diesem Kuchen? Auf jeden Fall eine fantastische Kombination.
Hey Anna, wie bist du gekommen? Lass uns in den Garten kommen. Matthew und James sind da. Aber was machen sie im Garten? Oh mein Gott, so ein hübscher Kuchen.